Basler Chemiekonzerne waren willige Lieferanten des Nazi-Regime. Die Recherche der Bergier-Kommission enthüllt die trickreichen Geschäfte mit Nazi-Deutschland zwischen 1933 und 1945. Profitabel, trickreich und flexibel handelten die damaligen Basler Chemiekonzerne zwischen 1933 und 1945 mit Farben und Pharmazeutika mit Nazi-Deutschland, ob schon den Konzernzentralen Hitlers Rassenpolitik im Detail bekannt war. Daran lässt die soeben publizierte Untersuchung der Bergier-Kommission keinen Zweifel. Die Geschichte der schweizerischen Chemieindustrie sei erst beschränkt erforscht, schreiben die beiden Historiker Lukas Straumann und Daniel Wildmann in ihrer Studie. Wohl nicht ganz grundlos? Denn was die Autoren in ihren umfangreichen Recherchen in den Archiven von Novartis als Repräsentantin der Vorgängerfirmen Sebar, Geiji und Sangdo und Roche, aber auch in zahlreichen weiteren, noch wenig erschlossenen Fundgruben der Vergangenheit entdeckten, ist hochbrisant. Die Zwangslage war ein Scheinargument. Der Bericht liest sich spannend wie eine journalistische Recherche und lässt am Befund keinen Zweifel, die vier großen Basler Chemiekonzerne Sebar, Geiji, Sangdo und Roche hatten gegenüber Nazi-Deutschland keine grundsätzlichen Berührungsängste. Im Gegenteil, die Unternehmen machten teilweise blühende Geschäfte mit dem Hitlerstaat nicht nur während des Kriegs von 1939 bis 1945, sondern schon nach der Machtergreifung der NSDAP im Januar 1933. Rechtfertigten die Unternehmen ihre damaligen Geschäftsbeziehungen mit Nazi-Deutschland bisher mit der Zwangslage des Krieges, so wird nach Studium des vorliegenden Berichts klar, dass die Konzerne in der Zwangslage eine Chance für wirtschaftliche Entwicklung sahen und diese Chancen mit ihren hochwertigen Produkten auch erfolgreich wahrzunehmen wussten. Die Chemiestudie der Bergier-Kommission weist zum ersten Mal in aller Deutlichkeit nach, dass die Konzernspitzen in Basel durch ihre ausgedehnten Netzwerke schon sehr früh über ein hohes Maß an Detailwissen über die politische und wirtschaftliche Situation im nationalsozialistischen Deutschland verfügten. Die Rassenpolitik und die politischen Verfolgungen in Deutschland sowie in den besetzten Gebieten Polens war ihnen ebenso detailliert bekannt wie die Zwangsarbeit in ihren deutschen Tochterfirmen, die als Wehrmachtsbetriebe, Wehbetriebe, galten und deshalb Privilegien genossen. Jüdischer Nobelpreisträger durch Sangdo ausgebotet. An der personellen Säuberung waren die Unternehmen proaktiv beteiligt. Dies zeigt sich am Beispiel, wie Sangdo im Frühjahr 1933 den jüdischen Aufsichtsratspräsidenten von Sangdo Nürnberg, den weltberühmten Nobelpreisträger Richard Willstetter, ausbottete, durch einen arischen Nachfolger ersetzte und dafür sorgte, dass die Gesellschaft nun vollkommen judenrechthain war. Eine unappetitliche Doppelrolle spielte dabei Sangdo-Direktor und spätere Verwaltungsratspräsident Professor Arthur Stoll. Noch Ende März 1933 hatte Stoll Loyalität mimend seinem Chemielehrer Willstetter versichert, dass sie in mir einen Freund haben, dem nie etwas zu viel sein wird, was er für sie tun kann. Wenige Wochen später segnete Stoll die Entfernung seines langjährigen Lehrers Willstetter aus kommerziellen Überlegungen ab, der nach der Flucht in die Schweiz im Jahr 1942 im Tessin verstarb. Pikant, geplagt vom schlechten Gewissen des damaligen Doppelspiels war es Stoll, der Willstetter 1939 bei der Einreise in die Schweiz behilflich war. Die vier Firmen waren zwischen 1933 und 1945 als einzige nicht-deutsche Unternehmen der Farbstoff- und Pharmaproduktion in NS-Deutschland und im besetzten Polen tätig, wo sie auch eigene Werke betrieben. Das detaillierte Wissen um ökonomische und politische Zusammenhänge wurde von den Schweizer Stammhäusern in ihr wirtschaftliches Kalkül integriert und diente dazu, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, heißt es im Chemiebericht. Eine genaue Kenntnis der Entwicklungen im Dritten Reich war Voraussetzung für ein vorausschauendes unternehmerisches Handeln und die Entwicklung von Zukunftsperspektiven. Blühendes Geschäft und klinische Tests. Gemessen an der damaligen wirtschaftlichen Lage in Europa war das Deutschlandgeschäft mit Medikamenten und Farben in der Zeit zwischen Hitlers Machtergreifung und Kriegsende für die Chemiekonzerne besonders lukrativ. Dabei schufen sie unterschiedliche Voraussetzungen, um ihre Produkte an Partei, Behörden oder Wehrmacht vermarkten zu können. Kriegswirtschaftlich bedeutend waren vor allem die pharmazeutischen Produkte, so das antibakterielle Chemotherapeutikum Cipazol von Sebar, die von SS-Lazaretten regelmäßig bezogenen Sangdo-Präparate Optalidon, Schmerzmittel, und Belagal, Nervenheilmittel,
vor allem aber auch die Vitaminprodukte von Roche und Öpid von Roche und Sangdo. Cipazul wurde von der SS auch an Häftlingen des Konzentrationslagers Ravensbrück klinisch getestet. Tabellen über Umsatz- und Gewinnentwicklungen zwischen 1933 und 1945 sprechen eine klare Sprache. So führte die kriegsbedingte Nachfragesteigerung nach Arzneimitteln und synthetischen Vitaminen in der deutschen Roche-Niederlassung zu einer Umsatzzunahme von 153% zwischen 1939 und 1943. Eine ähnliche Entwicklung erfuhr die Sangdo-Produktion von Sangdo in Nürnberg. Arzneimittel von Ciba, Roche und Sangdo kauften neben der Wehrmacht auch Sanitätsstellen der SS, wobei sich für Ciba und Roche direkte Geschäftskontakte zwischen Unternehmen und dem SS-Hauptsanitätslager in Berlin belegen lassen. Gaijus Polarrot für die Hitlerfahne. Gaiji mit ihrem aus Basel kontrollierten Werk im südbadischen Grenzach war es andererseits möglich, Farbstoffe deutschen Ursprungs zu liefern in einem Maß, dass die Umsätze in den Jahren 1937 bis 1939 stark stiegen. Blauäugig über die Verwendung der Farbstoffe waren die Manager von Gaiji, deren Deutschlandgeschäft bei Kriegsausbruch fast ein Viertel zum Stammhausumsatz beitrug, nicht. So war ihnen nicht entgangen, dass mit den an eine große Tuchfabrik in Bonn gelieferten Farbstoffen Polarrot G&RS, die bis 1934 in Basel, später in Grenzach produziert wurden, zweifelsohne in der Hauptsache die Hitlerfahne gefärbt wurde, wie eine interne Notiz festhielt. Hartnäckig, so der Bericht, habe sich Gaiji auch darum bemüht, dass ihre Chromfarbstoffe auch für das Mannschaftstuch der Wehrmacht zugelassen wurden. Einzelindizien dieser Art präsentiert die Recherche in Hülle und Fülle. So finden sich in den Archiven offizielle Roche-Schreiben mit der Grußformel Heil Hitler. Die Historiker stießen auf die Tatsache, dass die Grenzacher Roche-Betriebsgemeinschaft im Juli 1943 mit dem Gaudiplom für hervorragende Leistungen eine Kriegsauszeichnung der Deutschen Arbeitsfront erhielt. Gelegentlich auch Konflikte mit Naziregime riskiert. Entscheidender ist die Analyse jedoch in Bezug auf den moralischen und ethischen Ansatz, mit dem die Basler Chemiefirmen der kriegerischen Bedrohung und gleichzeitig auch den sich daraus bietenden ökonomischen Chancen im internationalen Konkurrenzkampf begegneten. Hier weist die Studie nach, dass sich die Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Konzepten, aber übereinstimmend äußerst flexiblen Strategien die neue Machtkonstellation zur Profitsteigerung auszunützen wussten. In mehreren belegten Einzelfällen erwiesen sich die Basler Stammhausverwalter, die ihre Töchter in Nazi-Deutschland und im besetzten polnischen Wartegau in Personal-, finanz- und produktionspolitischer Beziehung umfassend unter Kontrolle hielten, als selbstbewusste und durchsetzungsfähige Strategen. Sie riskierten sogar immer wieder Konflikte mit der deutschen Konkurrenz oder gar mit dem Nazi-Regime, wobei sie einzelne Entscheidungsträger der Nazi-Nomenklatura oder deutsche Aufsichtsratsmitglieder ihrer Tochterfirmen derart geschickt für sich einzunehmen wussten, dass sie meist als Gewinner aus ernsthaften Auseinandersetzungen hervorgingen. Intensive Kontaktpflege zu deutschen Entscheidungsträgern. So obsiegte innerhalb Roche Berlin im Streit um die Kontrolle der polnischen Tochtergesellschaft in Warschau nicht das Enstab-Mitglied Julius Chun, sondern der von Chun beim Reichswirtschaftsministerium denunzierte Basler Roche-Direktor Georg Weil. Ciba setzte sich bei den deutschen Behörden erfolgreich durch, als der deutsche Quasi-Monopolist IG Farben versuchte, die Aufrechterhaltung der Ciba-Tochter PCI im besetzten Pabianice zu vereiteln. Gaiji pflegte ausgesprochen gute Beziehungen zu Klaus Ungewitter, dem einflussreichen Reichsbeauftragten für Chemie, indem sie ihn beispielsweise 1939 an die Schweizerische Landesausstellung in Zürich einlud. Roche andererseits zeichnete sich durch gute Kontakte zur Wehrmacht aus, insbesondere zu Heeressanitätsinspekteur Generaloberst Absarzt Anton Waldmann. Daraus zu schließen, opportunistische Leibedienerei habe die Geschäftspolitik der vier Basler Unternehmen in gleichem Maß geprägt, wäre falsch. Im Gegenteil, jeder Konzern hatte seine eigene Anpassungs- und Widerstandsstrategie. Und selbst innerhalb der jeweiligen Firmenkultur sind widersprüchliche Phasen und Handlungsweisen festzustellen. Roche blieb jüdischen Mitarbeitern am längsten treu. So fällt auf, dass sich Ciba, Gaiji und Sangdo längst bevor politische Zwangsmaßnahmen zur Anwendung kamen bereits um 1933/34 an die nationalsozialistische Rassenpolitik anlehnten. Schon zu jenem Zeitpunkt beschäftigte Gaiji weder in Grenzach noch in Basel jüdische Angestellte,
SEBA Berlin ersetzte die jüdischen Vorstand- und Aufsichtsratsmitglieder durch arische Deutsche. Roche Berlin dagegen trennte sich erst ab 1937 von jüdischen Aufsichtsräten und Angestellten, als die Nazi-Befehlshaber die Rassenpolitik mit entsprechenden Vorschriften massiv verschärfte. Mit dem Kauf pharmazeutischer Verfahren des liquidierten Wiener Unternehmens Synala im Jahr 1938 war Geigy als einziges der untersuchten Unternehmen an der Arisierung jüdischer Unternehmen beteiligt. Geigy Krenzach beschäftigte zwischen 1943 und 1945 mindestens 33 holländische und französische Zwangsarbeiter. Roche Krenzach ließ zwischen 1940 und 1945 mindestens 61 Kriegsgefangene und 150 ausländische Zwangsarbeiter zu. Die Studie folgert, dass die Firmen im Dritten Reich unter prinzipiell ähnlichen politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen tätig waren, die Handlungsweisen aber stark von den ethischen Orientierungen der Entscheidungsträger abhängig waren. Ehefrau von Roche-Verwaltungsratspräsident Barel war Jüdin. Obschon auch Roche fraglos zu den wichtigen Lieferanten des Nazi-Regime gehörte, scheint dieses Pharmaunternehmen die Anpassungsbereitschaft auf das Apartheid-Minimum reduziert und in diesem Rahmen flexibel und verantwortungsvoll gehandelt zu haben. Ein Grund mag darin liegen, dass die Ehefrau des damaligen Roche-Generaldirektors und spätere Verwaltungsratspräsidenten Emil Barel halbjüdischer Abstammung war. Ein Konflikt entstand 1939, als Heinrich Rothmund, Chef der Polizeiabteilung im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Barel vorwarf, bei der Übersiedlung Georg Weils von Berlin nach Basel im Jahre 1938 die jüdische Abstammung von dessen Ehefrau absichtlich verheimlicht zu haben. Indem sich Barel ebenso angemessen wie servil entschuldigte, lenkte Rothmund ein und verlängerte Weils Aufenthaltsbewilligung. Roche ist auch das einzige der vier Unternehmen, das nach Möglichkeiten immer wieder versuchte, eine Art Ausgleich zwischen den eigenen finanziellen Interessen und einem Minimum an Schutzbedürfnis der jüdischen Mitarbeiter zu finden. Auch bei SEBA waren vereinzelt kritische Stimmen auszumachen, etwa der auf Konzernebene für das Polengeschäft zuständige Basler Direktor Alfred Schmidt-Respinger. Er wehrte sich 1940 gegen eine Integration des Betriebs im besetzten Pabianice in die Berliner Niederlassung, weil er die NS-Besatzungspolitik zivilisationszerstörend und kriminell empfand. Geigy-Chef Karl Koechlin zeigte gewisse Faszination. Unter den Entscheidungsträgern von Geigy dagegen stellten die Autoren eine gewisse Faszination für die Vorgänge in Nazi-Deutschland fest. Zutreffend ist diese Aussage für Karl Koechlin, 1939 zum Delegierten und nach dem Krieg zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Als einer der wichtigsten Schweizer Wirtschaftsführer pflegte der spätere beinahe Bundesrat intensive Kontakte unter anderem zu Oberstleutnant Wilhelm Sichting, NSDAP-Mitglied seit 1931, der die Interessen von Geigy in Deutschland vertrat. Andererseits versicherte Koechlin seinem Verbündeten, dass die Geigy-Belegschaft und Geschäftsleitung ausschließlich aus Ariern bestehe. Das Buch der Autoren Straumann und Wildmann ist beeindruckend nicht nur in der vielfältigen Auswahl an Indizien, die intensive Geschäftskontakte der damaligen Basler Chemieunternehmen zum Nazi-Regime schon lange vor Kriegsausbruch belegen. Fast ebenso bemerkenswert ist, dass diese brisanten Akten, soweit sie nicht vernichtet wurden, während über 50 Jahren in den Archiven schlummern konnten und nicht einmal in den offiziellen Firmengeschichten ihren.